Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Shady Part of Me. Wisst ihr, was ich gerade entdeckt habe? Wenn man hier auf Zurückkehren geht, eigentlich habe ich das aus Versehen gedrückt und ich dachte, ich setze jetzt meinen Spielstand zurück. Aber kommen wir in das Aktmenü, nenne ich es jetzt mal. Und da können wir jeweils sehen, hier wisst ihr noch, dass ich dort in dem Level, nenne ich es jetzt einfach mal, oder in diesem Prolog, an der einen Seite nicht lang gegangen bin, weil ich dachte, dass dort der eigentliche Weg lang geht und da haben wir ein paar Vögel verpasst. Das ist das ganze Puzzleteil, was wir damit anscheinend nicht bekommen haben. Voll schade. Aber mega cool, dass man hier so Sammlungen auch noch machen kann. Hier fehlt uns ultra viel. Viel von den interessanten, schönen Sachen, vor allen Dingen auch wie diese Puppe hier vorne im Vordergrund, die übrigens super süß aussieht. Ich habe selber mal eine Puppe genäht, beziehungsweise nie komplett fertig genäht, leider. Und die hatte auch riesengroße Knöpfe als Augen. Fand ich super schön. Generell Knöpfe als Augen. Also Puppen, selbstgemachte Puppen und so. Weiß nicht, finde ich super cool. Und dann hier das Level in der Wüste, sage ich mal, was mir am wenigsten bis jetzt gefallen hat. Also es war trotzdem cool. Aber der ganze Vibe war so trostlos. Aber ich glaube, das sollte es auch sein. Und gerade befinden wir uns ja in Akt 3. Dieser Kissen, Spielzeug, Landwelt. Akt 4 kommt dann noch danach. Also, wir sind jetzt schon ein ganzes Stückchen durch das Spiel durch. Aber gut, liebe Leute, lasst uns dann jetzt wirklich fortsetzen und gucken, was jetzt hier noch kommt. Aufnahme habe ich gedrückt, ne? Ja, haben wir. Alles klar. So, hoho. Gut. Hupsala, nimm das Ding doch. Müssen mal gucken. Wie das jetzt hier passt. Okay, wir müssen offensichtlich ungefähr so. Ganz vorsichtig. Verlangen dir erstmal hier hoch. Uiuiui. Man müsste jetzt wieder. Wartet mal. Du treibst mich an, aber sie geht deinetwegen kaputt. Sprichst du mit mir oder mit ihr? Warte mal, da fallen wir runter. Ah, es geht gar nicht mehr zurück. Scheiße, ich hab gedacht, das ist wie eine Wippe. Na gut, dann so viel dazu. Still auf einmal. Oh, ich liebe diese Uhren hier links oben, die ihr jetzt seht. Ihr seht, meine Oma hatte so eine Uhr. So eine riesengroße Standuhr. Ich fand das so super cool. Ich mag das, wenn die gongt und... Oha. Oh ne, 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 das ist eine doofe Idee gewesen. Das ist eine sehr doofe... Oh Gott. Geht nicht, ne? Ich muss jetzt hier irgendwie. Nee, wie mache ich das denn? Kann da ja nicht rüberspringen, oder? Oh, ja, so wie dazu. Keine Fragen mehr.
Okay. Warte mal, kann ich vielleicht... Oh, wow. Nee. Nein. Oh, soll ich nicht, war ich geistig abwesend? Ich muss ja dort hinten fallen. Ist das, was ich meine? Also muss ich in der Drehung... Ah, okay. Keine Antworten mehr. Nichts mehr. Okay, ich muss hier oben lang mit ihr. Meine Hasen sind gerade wieder voll am Durchdrehen. Hier geht's einfach weiter, oder? Tut mir leid, tut mir leid. Weiß nicht, was sie haben. Okay. Wahrscheinlich kommt jetzt hier irgendwas, wo ich dann drauf springen muss. Wir drücken erstmal. Okay, kommt doch nichts. Ah ja, okay. Gut, dann gehen wir hier erstmal weiter. Es ist so still auf einmal im Spiel, das ist so ungewohnt, weil ständig die Charaktere oder der Charakter, denn ich denke immer noch, dass es sich um eine Person quasi handelt, unterhalten haben, plus diese Männerstimme und jetzt ist es so still. Fühlt man sich irgendwie alleingelassen, genau das, was es eigentlich will, oder? Ich habe keine Ahnung. Okay. Und vorsichtig diesen hier. Muss dann gleich nach der Folge auch mal wieder die Minke aus dem Badezimmer lassen. Denn ich habe die Katzen ja erst gefüttert. Keine Brücken mehr. Und weil die Flocke die Tendenz dazu hat, der Minka das Futti wegzunehmen, beziehungsweise der Minka so hart auf den Sack zu gehen... dass Minka weggeht und sich lieber Flockes Futti dann schnappt. Du erschaffst die Abgründe. Oh shit. Deswegen habe ich Minka einzeln im Badezimmer hier Futter gegeben und Flocke hier im Arbeitszimmer und habe das Badezimmer aber zugemacht, sodass Flocke auch nicht hingehen kann, um ihr Essen zu klauen. Und jetzt miaut sie gerade. Leute, ich lasse sie schnell raus, sonst ist das sehr traurig. Wir machen einfach jetzt hier eine Aufnahmepause und ich bin sofort wieder da. Bis gleich. So, Katze gesättigt und befreit, es kann weitergehen. Es wird dauern, die Abgründe zu überwinden. Wow.
Das ging super schnell. Okay, ich muss hinten rechts hin, ne? Hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen schneller haben können, indem ich abgewartet hätte. Wenn der Weg geradezu nach oben frei ist, aber egal. Okay. Ah, okay, der Vogel fliegt mit. Dann machen wir Folgendes. Warten kurz. Konzentrier dich. Ah! Oh, das war knapp. Zeit für Heilung von ihm, von mir selbst. Zeit für Heilung von ihm. Meint sie da wirklich vom... Wir müssen geduldig sein. Vom Wenn man dir sagt, ich soll aus meinem Zimmer kommen, dann nie für etwas Gutes. Nie! Beruhige dich. Atme durch. Es ist in Ordnung. Hat vielleicht auch eine Sache der Perspektive, ne? Fühlt es sich nur für sie an, als wäre es nichts Gutes? Hm. Lass uns mal kurz mit ihr hier weitergehen. Ah. Okay, ein Fahrstuhl. Ich habe erst gedacht, ich muss mit ihr hier wieder solche Sprungsachen machen. Keine Möglichkeiten mehr, keine Gelegenheiten mehr. Oh. Mach das hier. Ach, das schafft mich nur nach oben. Oder wartet mal. Nochmal. Sorry. Hier ist ja noch so ein Ding. Ist das für später erst gut? Ah, okay. Okay. Ich habe ein bisschen verstanden, was wir tun müssen, deswegen gehen wir nochmal runter. Kann ich nur so weit ziehen? Was hat das nochmal gemacht? Hochgezogen. Gut, dann warte. Dann ziehen wir den aus dem Weg. Und dann gehe ich hoch. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, was ich vorhabe. Nicht. Hier hinten ist ja aber auch noch offen. Welchen Sinn macht es denn? Ich kann diese Kiste weiter nach rechts und links schieben.
Und es ist dort an der Wand. Ich muss also... Wahrscheinlich nicht hier. Oder? Aber doch, ich muss hier. Aber wie? Wie wechsle ich denn? Kann die mit hochnehmen, die Kiste anscheinend, ne? Oder wartet? Warum sollte ich das denn auch machen wollen? Die Kiste ist nie höher als das. Wartet mal. Wir wollen sie dahinter bekommen, oder? Wir machen so. Schieben die Kiste hier hin. So, dann machen wir diesen. Und haben dann was davon? Das geht doch nicht auf, oder? Ups. Was habe ich hier von? Ich habe ja auch nichts davon. Ich mal kurz runter. Ich glaube nicht, dass das irgendwie funktioniert. Ich probiere es aber bloß mal schnell. Nee, ich werde zerquetscht, oder? Ah, nicht ganz. Im Endeffekt die gleiche Ausgangsposition. Und dass ich den hier verschiebe, ändert ja rein gar nichts. Daran. Ich bin gerade irgendwie komplett dumm. Eine Idee. Kann ich denn so? Ah. Und dann gehe ich einfach hier rein. Und dann kann ich hier oben hochfahren, oder? Dann war der Knopf dann unten nicht komplett unnötig?
Ist egal, wir haben es trotzdem geschafft. Und das sogar pünktlich zum Folgenende, liebe Leute. Da könnte man fast wieder denken, ich hätte nachgeschaut. Aber das habe ich nicht. So, lass uns mal. Ich hätte den Stein mit hier hochnehmen können. Oder ich soll das wahrscheinlich auch tun. Oh. Okay, liebe Leute. Ich habe jetzt die Furche gesehen, dass man das hier weiter rumziehen kann. So, ich würde sagen, dass das ein sehr anstrengendes Spiel ist und dass wir an der Stelle gucken nochmal schnell, ob hier ein Vogel ist. Ist aber nicht. An der Stelle machen wir eine kleine Aufnahmepause und ich hoffe, wir haben uns nicht zu früh gefreut. Wir gucken in der nächsten Folge, wie das Ganze weitergeht. Bis dann. Tschüss.